Es waren einmal ein kleiner Junge und ein kleines Mädel. Die waren Geschwister, aber das spielt hier keine Rolle. Einmal hatte das kleine Mädel, ich meine Geburtstag, und sie wünschte sich einen, 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 na, wer weiß es. Genau. Und deshalb heißt die nächste Geschichte, ach lieber, Schneemann. Hinter dem Haus des Eisenbahnbeamten Herrn Brumski stand im letzten Jahr, kaum war der erste Schnee gefallen, ein Schneemann mit Namen Willi. Willi Schneemann. Dem Schneemann Willi gefiel es dort, denn es gab für ihn viel zu erleben. Jeden Tag krähte der Hahn um 6 Uhr. Manchmal ging ein Hund vorbei. Auch mit Herrn Brumski und dessen Sohn vertrug er sich gut. Jeden Tag, wenn Herr Brumski auf dem Bahnhof war und Sohn Pipo in der Schule saß, war Willi Schneemann allein. Aber er war nicht einsam, denn die Raben kamen vom Himmel und erzählten ihm die schöne Geschichte vom Schneekönig Alois dem Weißen. Der wohnt über den Wolken im Schneeland, wo alles so weiß ist, dass man überhaupt nichts sieht. Dort war ja Willi Schneemann geboren. Dann verkündeten die Raben den Schneewetterbericht. Kriwatata, kriwatata, kriweuch! Der Schneekönig schickt mich zu euch. Haltet euch fest, ihr lieben Leute. Es weht der Wind von Osten heute. Damit endet der Bericht und wer nicht will, der glaubt ihn nicht. Alle Leute im Dorf kannten ihn schon und konnten ihn gut leiden. Wenn sie sich Geschichten erzählten und jeder etwas Neues wusste, erzählten sie auch viel über Willi Schneemann. Aber keiner konnte ihm etwas Schlechtes nachsagen. Willi konnte die Leute auch gut leiden. Nur der Feuerwehrhauptmann Hunewild, der war ihm unheimlich. Immer wenn Herr Hunewild mit seinen Feuerwehrleuten zu einer Feuerwehrübung ging, dann wurde es dem Willi heiß. Dann musste er an Feuer denken. Die Wassertropfen traten ihm auf die Stirn und die ganze Welt sah rot aus. War Herr Hunewild mit seinen Leuten weg, dann war Willi Schneemann 4 Zentimeter kleiner geworden. Was ihm aber am besten gefiel auf der Welt, das waren die Eisenbahnzüge. Sie brachten einen interessanten Geruch mit aus der weiten Welt. Und mit der Zeit lernte Willi auch ihre Sprache verstehen. Da war beispielsweise der zweite Wagen des 822-Zuges aus Paderborn.
Den mochte er besonders. In den hatte er sich verliebt. Und auch der Waggon schaute immer zu ihm herüber. Er erzählte ihm vom Sommer, wenn er Bananen geladen hatte oder Zuckermelonen aus Tahiti. Wie freute sich Willi jeden Tag auf die Geschichte vom Sommer. Denn wann bekommt ein Schneemann schon mal den Sommer zu sehen? Doch nie. Nun wohnte damals ganz in der Nähe am Waldesrand im Försterhaus der Oberförster Jakob Griebler. Seine Frau hieß Grete, seine Tochter Lea. Er hatte auch einen Sohn und der hieß Leo. Am 2. Dezember hatte Lea Geburtstag. Oh, einen Schneemann, hatte sie zum Oberförster gesagt. Bitte, könntest du mir einen Schneemann zum Geburtstag einladen? Ach was, hatte der Oberförster gesagt. Ein Schneemann zum Geburtstag? Ist doch Unsinn. Der bleibt nicht lange. Dann war er doch zu Willi gegangen und hatte gefragt, wie es ihm ginge, ob es ihm langweilig sei und überhaupt so alles. Am nächsten Donnerstag nämlich, sagte der Oberförster, hat meine Tochter Geburtstag. Waren Sie schon auf einem Geburtstag? Nein. Sie, dann kommen Sie doch einfach bei uns vorbei. Lea wird sich freuen. Ach, lieber Schneemann, kommen Sie doch. Ja? Und Willi sagte ja. Denn auf einen Geburtstag hatte er immer schon mal gern gewollt. Ach ja, sagte er. Aber ich bin nicht so gut zu Fuß, wissen Sie. Die Gicht und das Zipperlein und alles wegen der Kälte. Ist schon gut, sagte der Oberförster. Ich hole Sie ab. Und am nächsten Donnerstag um 3 war er wieder da. Willi hatte einen neuen weißen Anzug an, hatte 5 Eisblumen besorgt und dann stapften sie durch den Schnee. Wie gefällt es Ihnen in unserer Gegend, Herr Schneemann? Fragte der Oberförster. Gefallen? Sagte Willi. Na ja, ich kann nicht klagen. Ich finde es sehr interessant. Dieser 8.22 Uhr Zug und dann der schöne Schnee. Doch, es gefällt mir gut. Ach, lieber Schneemann, sagte Herr Griebler, Sie könnten doch eine Weile bei uns wohnen. Wir haben ein nettes kleines Forsthaus. Meine Frau kocht gut und vor der Tür haben Sie gesunde Waldluft, direkt vor der Nase. Sehen Sie, dort ist es schon.
Die Freude war über die Maßen groß. Die Oberförstersfrau winkte, Lea lachte und dann halfen sie dem Schneemann über die Schwelle. Sie führten ihn ins Wohnzimmer. Da waren Lea, der Leo, die Mimi, der Josef, der Wastl und der Frieda, der ein Sohn des Briefträgers ist. Sie waren zusammen 6 Kinder. Ein Oberförster, eine Oberförsterin, die Katze und 2 Hunde. Die Lea hatte den Ohrenbackensessel zum Ofen geschoben und gesagt, ach, lieber Schneemann, hier, setzen Sie sich doch. Es ist Ihnen sicher sehr kalt und wir haben extra für Sie geheizt. Oh, bitte nein, sagte Willi. Nicht am Ofen. Es ist mir überhaupt nicht kalt und ich friere bestimmt sehr gern, ehrlich. Und dann setzte er sich lieber in die Ecke. Ein Wassertropfen stand ihm schon auf der Stirn. Alle waren sehr aufgeregt und nicht zuletzt Willi, der Schneemann. Die Frau des Oberförsters holte aus der Kammer den Geburtstagskuchen. Kuchen, Herr Willi? Fragte die Mutter. Bitte, mögen Sie Kuchen? Selber gebacken und noch ganz warm. Oh, danke. Bitte, ja, nein, nicht. Stotterte Willi. Ich esse am liebsten Schnee, wissen Sie. Ja, was? Rief die Frau Försterin. Immer nur Schnee? Das wäre mir bei meinen Kindern gar nicht recht. Und schon kam eine schöne Unterhaltung in Gang. Jeder redete, keiner verstand ein Wort. Der Herr Oberförster las in der Waldzeitung. Es war ein schöner Geburtstag. Als es 7 war, gingen alle Gäste nach Haus. Ach, lieber Schneemann, sagte die Lea. Bleiben Sie doch ein bisschen. Es macht uns keine Umstände und wir haben Gäste sehr gern. Und weil Willi kleinen Mädchen nicht Nein sagen konnte, blieb er. Sie hatten ihm einen bequemen Stuhl in das kleine Zimmer mit der roten Tapete gestellt. Die Kinder waren ins Bett gegangen. Der Herr Oberförster las in der Waldzeitung und Frau Griebler häkelte. Der Schneemann war allein in dem Zimmer geblieben. Und damit er auch bestimmt nicht fror, hatte Lea 2 Scheite Holz in den Kamin gelegt. Um 11 wurde es still im Forsthaus. Mitten in der Nacht hatte Lea einen unruhigen Traum. Sie sprang aus dem Bett, lief in das kleine Zimmer und weckte dann den Vater und die Mutter. Willi Schneemann war weg. Davongelaufen. Unter der Tür durch. Hat sich verduftet, sagte der freche Leo. Am nächsten Tag um 8.22 Uhr gingen sie alle zum Bahndamm. Aber dort war Willi Schneemann auch nicht. Siehst du, sagte der Oberförster. Ich habe es gleich gesagt.
Man kann doch einen Schneemann nicht zum Geburtstag einladen. Der 8.22 Uhr Zug fuhr los. Ich glaube, sagte der Oberförster, er ist nur verreist. Mit dem 8.22 Uhr Zug im zweiten Wagen. Den hat er so gern gemocht, hat er gesagt. Und jetzt haben wir da... Nichts mehr. Für heute dann nichts mehr. Jungs und Mädels, bis zum nächsten Mal. Thank you.